Was ist 90% der Sachen für die... Ah ja, okay, gut. Was ist die Sache für die Genshin Impact 90% ihres Resins ausgeben? Richtig, Artefakte. Und das ist heute auch mal wieder der Fokus. Ja. Ich habe halt nichts anderes mit meinem Resin zu tun, also ist das, was ich machen werde. Mein Resin wird erst voll laufen in ein paar Minuten, also habe ich eigentlich noch ein bisschen Zeit, dass alles hier entspannt. Und ja. Meine Freena ist halt wirklich Trash. Ja, die Sache ist halt, auf meinem anderen Account bin ich jetzt, ja, habe ich jetzt halt so viel bessere Artefakte, sodass ich mir so denke, oh mein Gott, nee, das ist wirklich Trash. Also, die sind halt schon von vornherein Trash gewesen, aber heute ist mir erst richtig aufgefallen, wie schlecht sie jetzt so wirklich sind. Also ich wusste schon von vornherein, dass sie sehr, sehr schlecht sind, aber das ist ja wirklich ehrenlos. Im Vergleich zu der Freena auf dem anderen Account, ich habe halt noch gestern Abend einmal gepult, da hatte ich Thomas online gesehen, was ja irgendwie gefühlt das erste Mal in 4 Tagen war. Deshalb ja, Freena Goblet. Habe ich hier sogar gezeigt. Habe ich sogar reingeschrieben als Beschreibung. Ich habe auch die Flöve erstmal R2 gefarmt. Auf mehr hatte ich keinen Bock. Das hat mich lang genug gedauert schon. Und ja. Und dann habe ich halt diese Artefakte hier. Das. Das. Okay, das ist halt sogar noch das schlechteste Piece. Das habe ich. Das habe ich. Ja, nee, vielleicht auch das schlechteste Piece, aber sonst habe ich zu viel Crit. Angenommen, ich krieg noch 20 Crit Rate obendrauf und dann nochmal 16 von der Flöve, dann kriege ich plus 36 fast. Ja, also was soll ich sagen, plus 36, dann bin ich bei 84 Crit Rate theoretisch, dann muss ich halt einen Crit Damage Circlet nehmen, sonst overcap ich bei der Crit Rate tatsächlich. Genau. Deshalb, das hier, ich hatte ein besseres, ist aber auch egal. Dann das ist die Flower und das ist das Goblet. Ja. Im Vergleich dazu, ja, meine Freena hat ein gutes Artefakt und das war's auf diesem Account. Das ist ein bisschen schade. Sehr. Warum ist es so weit? Ne, warte, das sind nicht die? Okay. Schade. Ach, diese sind das. Genau, das heißt, ich hoffe mal, dass ich heute tatsächlich mal ein besseres Freena-Artefakt bekomme. Besseres Freena-Piece, zumindest ein Upgrade hätte ich gerne. Was bestimmt auch wieder unmöglich ist, weil es ist Genshin Impact-Artefakte, so. Was zur Hölle erwarte ich? Kamera kann man übrigens ja gar nicht mehr benutzen, weil das Event um ist. Das heißt, ich packe jetzt hier wieder das rein. Kann ich auch wieder Seeds einsammeln, wenn ich gefühlt keine mehr habe. Okay, doch, habe ich wahrscheinlich. Aber, naja. Na, hier sind nur zwei. Dann, ah, Moment, hier sehe ich nicht mehr voraus. Also solange ich halt die nicht max habe, würde ich die halt einfach einsammeln. Hier noch kurz, wenn ich sie gerade noch sehe. Das hier, solche Seeds. Ja, hier bin ich schon max. Ja, okay, gut, dann. Gut, ich werde jetzt nicht aktiv auf Seeds gehen, das ist mir jetzt auch egal. Ja, also ansonsten weiß ich nicht, was ich sagen soll. Gestern halt nochmal, wie gesagt, waren die Freena Pulls 50-50 natürlich verloren. Wer hätte es gedacht? Aber es ist Jean, ein neuer Charakter für den anderen Account. Also bin ich eigentlich recht dankbar dafür. Vor allem, weil Jean ich eigentlich auch gut benutzen kann. Vielleicht. Ne, eigentlich nicht. Ich habe Baijiu auf dem Account. Deshalb ist ja Freena dort so ein guter Pull. Neben den Artefakten halt schon. Es ist ein guter Pull, einfach weil ich Baijiu habe und das dann halt auf die perfekte Synergy ist. Genau. Aber trotzdem ist Jean natürlich eine schöne Edition und Charlotte C2 nach 100 Puls. Waren es 100 Puls? Also ich habe gestern 80 gemacht, aber ich hatte davor noch 22 gemacht. Also 102 Puls. Und plus noch, ja gut, die 3. Okay, theoretisch habe ich Freena einmal auf. Ich habe 50-50 verloren auf irgendwie, was weiß ich, 77 oder so. Und dann habe ich nochmal Early 5-Star gehabt und das war dann halt guaranteed. Was natürlich sehr schön war, weil das Early war, glaube ich, auf 17. Was sehr, sehr stark hilft. Das heißt, ich muss doch nur 17.000 Primus ausgeben. Nicht 17. 12.000 statt 20.000 potenziell. Genau. Warte mal, soll ich wieder runter? Ah ja. Wahrscheinlich schon. Right Side Table Firebox. Okay.
Oh, ich hab's falsche gebracht. Sorry. Ist mir eigentlich egal. Solange ich mein Friendship bekomme. Next. Ja gut, jetzt ist halt eben die Sache, dass ich Freena bekommen habe. Muss jetzt dann nochmal diesen ganzen Grind von vorne machen mit den Flowers. Mit den Talent Books, mit den Weapon Ascension Materials, mit dem Fischen. Ich habe ja gesagt, Fischen, ich hab's R2, weil mehr muss ich jetzt nicht machen. Eigentlich muss ich halt heute noch Musik lernen, ein bisschen mehr. Also ich habe schon gelernt, irgendwie so ein bisschen. Schon ein gutes Stückchen, aber. Ja. Oh shit. Ja gut, das sieht aus wie Ayaka. Für die Daily benutze ich Ayaka dann. A pleasure to be working. Emergency. Whirling snow. Kann ich sie so weit zusammenziehen, dass Ayaka. Oh ja, kann ich. Nice. Und zurück zu der Welt geht's. Noch eins? Genau. Wo ist es hier? Destroy Hillichel Towers. Ja. Warum gibt's eigentlich bei diesen Waypoints so viele von den Crystal Flies immer? Okay, ich denke mal, das ist One-Shot, wenn ich crit. Wenn ich crit. Wenn ich nicht crit, muss ich halt noch ein paar normale Tricks machen. Und hier, komm. Natürlich crit ich nicht. Cringe weg, crittet man. Cringe, wer fucking crittet. Ah. Genau, dann Catherine, hallo. At Astra Abyssosk, welcome to the Adventurer's Guild. Scheiße, erst in 8 Minuten in etwa wird mein Resin voll sein. Beziehungsweise nicht voll sein, sondern ich habe ja schon umgecraftet, wird es auf den 40 sein. Erst dann kann ich es auch umcraften, der. Vielleicht hätte ich doch ein bisschen später anfangen sollen zu streamen. Jetzt ist ein bisschen unnötig, dass ich so lange warten muss. Ja, ich muss irgendwas in der Zwischenzeit kurz machen. Naja, das ist das Event, das wird aber erst was für sich von freigeschaltet. Ich find's lustig, dass hier noch nicht mal wirklich das Ding steht. Seems to be a mysterious companion. Der, man sieht doch sogar, gottverdammt, was man am Ende haben wird. Das ist dieses Viech hier, denke ich mal. Crown of Insight. Trägt er die Crown of Insight? Der. Krass. Gift Samples. Wirklich. Das ist auch ein Witz. Wie viele gelbe ich habe. Dann Mehl. Ach stimmt, die neuen Banner sind auch schon drauf, draußen. Erstmal, Risley hat heute Geburtstag. Ich finde es voll cool, dass er mir diese Teile gibt. Streaming Ascension Oil und Desiccant Potion. Also ich finde es halt cool, dass man die Potions mal bekommt. Ja. Mehr kann ich nicht dazu sagen. Ich kann mich nicht erinnern, dass es das schon jemals gab. Aber wie gesagt, jetzt sind die Character Banners rausgekommen, oder? Ja, das ist einfach. Oh, der, was ist das? Hä? Content Overview. Ach so, ja, genug. Genau, also erstmal diese zwei Force, 5 Stars, weiß man jetzt auch, stimmt. Ayato Sayo, Sayo, genau. Ayato Sayo. Das ist die Waffe, was auch immer. Ja, cool. Aber genau, Ayato Sayo. Der Weapon Banner ist. Der ist eigentlich voll stark. Abgesehen von Lion's Roar. Ist jede dieser Waffen saugut. Also, okay, gut. Verwonis Lance. Oh, ne, Moment mal. Verwonis Greatsword. Es ist ein Greatsword. Das ist das größte Problem. Aber an für sich ist Verwonis immer gut. Auf Beidou vor allem. Das ist eine gute Waffe eigentlich, denke ich. Verwonis Lance ist ein bisschen das Problem. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe, davon, dass es ein guter Banner ist. Sie sind in Ordnung, aber sie sind nicht wirklich so gut. Verwonis Lance ist an und für sich eigentlich in Ordnung. Aber es wird halt einfach überschattet von The Catch und. Engulfing Lightning. Zugegeben, man kann es trotzdem natürlich benutzen, vor allem auf Schönhöchst ist der beste Slot auf Chianlin, Rosaria. Wie ist es nochmal? Raiden sind es auch alles gute Waffen, wenn du jetzt nicht irgendwie The Catch hast oder Engulfing Lightning. Oder du brauchst zum Beispiel zwei Charakter und du hast nur einen Catch.
Dann ist das natürlich eine sehr gute Waffe, vor allem wegen Energy Requirements. Hilft es sehr stark für den eigenen Charakter und fürs Team. Dennoch ist es halt einfach nicht so gut, weil es halt einfach die anderen Optionen gibt. Meistens brauchst du auch nicht so viele Polearms. Zum Beispiel angenommen, Huthor wird das niemals benutzen. Huthor wird auf, was weiß ich, wird halt auf Crit gehen, auf Homer oder auf, was weiß ich, Dragonsbane, andere Scheiße. Und ja, was willst du sonst noch haben? Toma, gut, Toma wird auch auf dieses Ding gehen wahrscheinlich. Oder auf Dragonsbane halt eben. Naja, Lance Roar ist halt nicht so gut. Außer auf Kitching vielleicht. Und das Ding, Favonius Bow ist halt die Frage, wer wird es benutzen? Pharuzan wird es benutzen. Diona wird es benutzen, aber Diona ist sowieso kompletter Cope-Charakter. Sind wir ganz ehrlich, also dieses Diona-Team damals, das ich hatte auf Ayaka, es war schon traurig. Aber es lag auch daran, dass ich Hinchou benutzt hatte. Aus welchem Grund auch immer. Du kannst stattdessen Barbara theoretisch sogar benutzen. Für die Hydro Application im Freeze Team. Je nachdem. Auch wenn es natürlich nicht das Beste ist, ist es immer noch gefühlt besser als Diona. Ist es nicht. Ich weiß, ist es nicht, aber trotzdem. Wer wird sonst noch benutzen? Ey, gefühlt keiner benutzt es. Kujicera. Aber wer spielt Kujicera? Ja. Und Widsith ist an und für sich natürlich eine sehr gute Waffe, aber das war's auch. Das ist halt eigentlich die beste Waffe. Der Rest ist so. Das ist die beste Waffe, die ist ziemlich gut, die ist in Ordnung, die ist auch irgendwo okay, die ist mit. Das heißt, es ist auch kein guter Four-Star-Weapon Banner zumindest. Aber ja, gut, komm, es gab schlimmere, trotzdem nicht so das Wahre. Und hier, die zwei Waffen sind aber ziemlich gut, also das ist ja einer der besten Polearms. Crit Rate 44,1%, das ist krass. Das hat 33, irgendwas Prozent von dem Crit Rate, glaube ich. 33,1 oder so, ich weiß es nicht. Also der Haran ist auch sehr gut. Und der Staff of the Scarlet Sands ist halt auch einer der besten Polearms. Dementsprechend von 5 Stars her ist es recht gut, aber ja. Genau, hier sind die Charakterchen hier. Wäre schön, wenn ich die 6 bekommen können würde. Aber das werde ich sowieso im Januar bekommen. Weil im Januar sind Fische und Chan hier. Ich habe sogar zufälligerweise die Website offen, weil ich es mir anschauen wollte. Genau, Moment. Hier, Januar, Fische und Chanyeol. Das heißt, die würde ich mir aus dem Starglitter Shop holen. Das sind beides die Charakter, die ich noch C6 brauche und die man aus dem Starglitter Shop sich auch holen kann. Also werde ich es machen. Und hier, ja gut, das ist halt Sino. Cookies ist auch nicht schlecht, aber auch nicht wichtig. Die Constellations, sobald du CC2 hast, wird eigentlich alles komplett unnötig. Also wird der Rest unnötig. Nur C2. Bakurara weiß ich jetzt nicht, was ich viel dazu sagen soll. Also sie ist auch so ein bisschen so wie Diona. Besser als Diona, denke ich mal, vom Nutzen her, aber an für sich auch nicht so das Wahre. So, ja. Was willst du mit ihr machen? Das ist meistens halt immer viel bessere Optionen. Genau, jetzt habe ich ein bisschen gesprochen. 6 Minuten. 5. Muss ich immer noch irgendwie 5 weitere Minuten überbrücken. Das wird lustig. Ja. Was gibt's denn sonst noch so? Ja, wer kommt denn dann in der nächsten Version? Da kommen auf jeden Fall Shivu, Raiden oder Nahida und Navia. Raiden oder Nahida, weil ja die Archons immer nacheinander rerun. Ich frage mich, wie die das dann später machen wollen, wenn sie irgendwie 7.0 draußen haben. Wenn 7.0 draußen ist, dann wird es bis 7.6 irgendwie noch immer halt den Archon Rerun geben. Oder das, aber keine Ahnung. Also der Archon Rerun ist ja so eine Tradition wie ist es nochmal? Bei Genshin Impact. Das heißt, ich denke mal, nächste Version kommt dann auch einer von denen. Also Nahida oder Raiden. Ich glaube nicht, dass Nahida kommt. Wenn sie kommen würde, dann wäre das Big W, dann könnte ich auf Chivru mit Nahida pullen. Wenn nicht, dann, na gut, muss ich halt mal schauen. Navia will ich eigentlich nicht haben, aber Ryan habe ich schon auf einem anderen Account, das heißt, da wäre Navia dann mehr oder weniger Pflicht. Muss mal halt schauen. Aber Chivru will ich schon haben. Zugegeben, die Wahrscheinlichkeit, dass ich Navia bekommen würde, ist auch extremst gering. Weil ich halt jetzt auf einer sehr, sehr geringen Pity bin. Ich glaube, sie ist noch einstellig, ja. No, sie ist genau 0. Sie ist nicht mal vorhanden. Ich habe 0 als Pity. Ja, dementsprechend. Sehr unwahrscheinlich, dass ich Navia bekomme, bevor ich Dings bekomme.
Hier ist nochmal. Chevroux. Also das ist die Planung. Wie sieht's eigentlich mit den Artefakten hier aus? Habe ich irgendwas, was ich zumindest auf Level 4 machen kann? Nee, nicht. Weil das ist das Ding. Hier ist nur die Feather gut und der Rest ist Trash. Und auf dem anderen Account ist alles gut. Ist alles saugut, bis auf die Feather. Die ist auch gut, aber die ist das schlechteste Artefakt. Irgendwie komisch. Ist genau andersherum. Bloß, dass das eine nochmal ein deutlich höheres Niveau hat als das. Jeweils. Ja. Was ist das? Bro. Das kann nicht sein. Wie schlecht die Pieces sind. Oh mein Gott. Crit Damage, Crit Rate. Ist auch praktisch nicht vorhanden, ja. Wow. Ist halt schade. Ja, der, ich schlag diesen Typen hier. Ich ramm ihn. Ja, denk über was nach, Bro. Was machst du hier, Digga? Du siehst aus wie ein Cosplayer. Nie im Leben. Das ist dein echter Anzug, mit dem du hier auf den Straßen laufen würdest. Champion Duelist, what the fuck? Du bist einer der Leute wie Gottverdammt nochmal. Wer ist hier nochmal? Frau Knopf fällt fast nach draußen. Er hat einen Dendro Vision, wenn ich es richtig sehe. Nee, es ist kein Vision, ne? Hat er überhaupt eine Vision? Ich hab keine Ahnung. Ja, keine Ahnung, ist nicht relevant. Ach, 45 Sekunden, das kann nicht sein. Ah ja, gut. Mal schauen. Freener Skills zu lernen, da noch ein bisschen. Diese Scheißteile hier, ich muss noch mindestens 3 Wochen warten. Oder? Ja genau, selbst wenn ich 2 Wochen hinter... Wobei, wenn ich 2 Wochen hintereinander einen Dreier-Drop bekomme, dann hätte ich 6, dann wird's reichen. Aber ich habe bis jetzt keinen einzigen Dreier bekommen, also glaube ich nicht dran. Es existiert nicht. Ah. Jetzt aber. Das ist auch so voll mies. An den Weekly-Bossen. Ich find's voll scheiße, dass sie halt wirklich auf eine Woche immer beschränkt sind, selbst wenn ein neuer Charakter rauskommt. Der Boss neu gleichzeitig rauskommt und der neue Charakter es auch noch braucht. Dann kannst du einfach nie die Talents hochziehen. Und zwar einfach nur, weil der Weekly Boss so ekelhaft ist. So, ich würde auch gern doppelt so viel Resin zahlen. Ich würde auch gern 60 oder 120 zahlen. Sagen wir mal, das erste Mal kostet 30, das zweite Mal kostet 60, das dritte Mal kostet 120. Ich würde das trotzdem machen, weil dann kannst du zumindest die Talents hochziehen. Aber so ist es halt einfach Dogwater, so musst du halt einfach mehrere Wochen warten. Ja, natürlich. Irgendwie absorbiert er immer die neuen lieber als die alten. Und ich halte das nicht für fair. Gut, ich kriege aber heute 10 Artefakte, das heißt, ich habe Hoffnung darauf, dass eins in Ordnung ist. 2 Circuits, Crit Damage, Crit Rate. Schade. Aber das eine hat zumindest Crit Rate, Main Stat und 3 Subsets. Das heißt, es hat die Hoffnung, dass es noch ein Crit Damage Subset bekommt. Holy shit, 53.000, das ist mein Bild.
Also dann. Jetzt. Surely. Ein Farina Piece. Crit Rate, Crit Damage, HP Percent, Energy Recharge, ich weiß es. Ja. Aber hey, es hat einen Crit Substat. Wer weiß, es könnte in Ordnung werden. Wer weiß. Ich werde so enttäuscht werden und das. Das ist auch so sicher. Ich meine, die werden niemals einen Crit bekommen. Wahrscheinlichkeit dafür ist zu gering. Jetzt nicht irgendwie 90% ist. Das etwas in meinem Favor ist. Was heißt das immer auf Englisch, auf Deutsch? Jetzt habe ich die Max-Stacks gerade, oder? 27, ja, das sind, glaube ich, Max. Na ja, gut. Es gibt noch eine Chance. Es gibt 5 Artefakte, die sich verbessern lassen. Das ist das Goblet hier, das ist... Ja, okay, die Flower ist nicht mehr wirklich verbesserbar, ich behalte es trotzdem. Ja, das ist kacke. Ein Goblet ist verbesserbar, eine Flower ist verbesserbar, ein Sands ist verbesserbar. Ein Circlet ist verbesserbar. Und ein Sands auf Nivellet ist verbesserbar. Und ein Goblet ist auch auf Nivellet auch verbesserbar. Das sind sogar 6 Sachen, die dann verbesserbar sind, immer noch, ne? 4 Sachen für Farina und 2 für Nivellet. Aber ich krieg keine Upgrades, das ist voll scheiße. 6 von 10 Sachen könnten verbessert werden, aber selbst wenn ich die 6 von 10 Sachen bekomme, sind sie immer kacke. One with wind and cloud. Yoo-hoo! Time to shine. Yeah. Hold that pose. Shoot! Silence. One with nature. Set. Sekunden, das war so ein schneller Run. Ich bin mir sicher, dass so etwas entlohnt wird mit einer gleichermaßen wertvollen Artefaktausbeute. Ja. Ja. Natürlich ist es kein Sans, es ist kein Goblet, es muss ein Circlet sein. Mit dem Speedcrit. Also, komm, das ist ja wirklich. Das ist die Definition von Mocking. Das ist die Definition von Herumstacheln. Die Definition von Mobbing einfach nur. Mocking, Mobbing, Ärgern, Nerven, Abfacken. Das ist ja wirklich heftig. Die wollen einem einfach kein Upgrade geben. Sie wollen dich einfach nur ärgern, indem sie dir extra genau das eine Ding geben, was falsch ist. Du kannst halt nicht auf eine Blade Crit Rate Crit Damage Subsets nehmen und dann einfach ein HP Circuit. Beziehungsweise du könntest es machen, aber es ist halt viel schlechter. Ja, also, jetzt erwarte ich auch doch nichts mehr, bei 35 Sekunden, da kommt auch nichts. Hatte ich gerade eben schon, also was bekomme ich wieder? Ja, let me guess, HP Crit Rate Crit Damage mal 2. Ja gut, jetzt nicht, aber... Komm! Das kann nicht wahr sein. Man kann nicht erwarten, dass man jeden Tag ein Upgrade bekommt, aber das ist ja wirklich... gottlos. Vor allem, weil meine Standards gerade noch so... Also, die Standards, die ich jetzt gerade setze, sind wirklich nicht hoch. Es muss besser sein als das hier. Das ist nicht mal... Das ist grau geratet übrigens. Also, wenn man sich das mal anschaut auf... Wie ist denn mal? Hier auf Akasha. Der Shit ist grau geratet. Der Shit ist grau. Der ist auch grau und das ist blau. Ich suche ein Upgrade für blau, grau und grau. Blau... ist Trash und Grau ist komplett Müll. So kann man es eigentlich übersetzen. Wenn man auf einen normalen Charakter schaut, okay, was heißt normal, aber sagen wir mal High Investment Character, hast du Gold, Gelb, Gelb ist noch besser natürlich, also das Beste ist ja, glaube ich, Rot, dann Blau, dann Gelb, dann Gold oder Orange, dann Lila, dann Blau, dann Grau.
zugeben, dass es grau ist. Sagen sie, es ist scheiße. Es ist auch nicht unbedingt das Beste, aber der Mainster ist gut. Und hier habe ich halt noch ein bisschen HP drauf. Und Crit Rate. Zugeben, wenn man sich objektiv anschaut, ist das Piece wirklich nicht so gut. Es ist nur in Ordnung und passt noch gerade so rein hier ein bisschen. Auch hier könnte man viel Besseres erwarten. Statt HP noch Crit Damage drauf, dann wäre das ein viel besseres Piece. Oder sagen wir mal, statt in vielen HP Rolls, Crit Rate Rolls, dann wäre das auch viel besser. Aber an und für sich ist es zum Beispiel jetzt halt so. Das ist so das, was man hat. Zugeben, Rot und Blau ist etwas, das kann man nicht wirklich erwarten. Auch Gelb ist unglaublich shit unwahrscheinlich. Man kann zum Beispiel auf die Leaderboards gehen. Hier kannst du halt schauen, was die Leute hier irgendwie haben für Artefakte. Shit, warte. Was? Leaderboards. Ich wollte eigentlich Welt-Leaderboards mir anschauen, nicht meine oder sowas. Shit, ich habe keine Ahnung. Ja, okay, ich weiß jetzt hier nicht gerade wirklich. Genau, hier sieht man rot, dann blau. Und warte, sagen wir mal auf 300. Ja, gut, die sind immer noch alle auf blau, das sind, die sind einfach zu krank. So mal 1000. Ja, scheiße, fuck it. Ist egal, blau ist halt einfach so. Sag hier, das sind alles gelbe Artefakte. Das ist halt natürlich sowas richtig krasses, sowas kann man nicht erwarten als Free-to-Play. Was ist hier? Hier ist blau, gelb, blau, blau, orange. Oder nee, ist auch gelb, oder? Ich bin mir nicht sicher. Also das sind natürlich alles insane Pieces hier. 50 ist etwas, das hast du gefühlt gar nicht schon. Und dann halt der Max Roll, das absolute. Also wenn du wirklich einen Vorliner hast mit Max Roll Crit Rolls und alles dann nochmal Full Max immer in Crit Roll, dann hast du ein rotes Piece. Das hat fast keiner. Also Frau Spulili hat auch nur ein blaues, glaube ich. Ich glaube, der hat keine besseren. Ich habe kein einziges. Also der hat ein blaues, drei gelbe. Also das sind gute Pieces natürlich, wenn man es hier so vergleicht. Orangen sind auch sehr, sehr gute Pieces, wenn man es sich so anschaut. Genau, blau ist dann halt wiederum so sehr, sehr mild. Das ist halt graues Trash. Graues komplett. Das ist, das kann den Müll im Normalfall. Zum Beispiel bei Ayaka hat ein blaues Piece, wenn man es sich anschaut. Es ist in Ordnung, weil mein Ayaka halt wirklich wenig Attack hat. Deshalb ist es so ein Stat, der noch in Ordnung ist, komplett. Crit hier ist auch ein bisschen wenig. Deshalb ist es blau gerated. Aber es ist in Ordnung, weil es gerade halt in mein Ayaka-Bild reinpassen würde. Ansonsten ist es auch nicht das beste Piece. Das ist auch eigentlich ziemlich mild, um ehrlich zu sein. Aber es ist in Ordnung. Das ist dann zum Beispiel gelb. Ich meine orange, das ist auch orange. Das ist auch lila. Das ist halt so, das sind so normale Builds, die man hat. Was weiß ich, Chandi hat ein blaues. Aber man muss sagen, dass es, die versuchen immer Objektives zu bewerten. Das heißt, unabhängig vom Charakter. In dem Fall muss man sagen, natürlich ist es ein bisschen unfair, weil EM und Energy Recharge sind alle sehr valuable für Chandi. Deshalb ist es halt eigentlich noch ein sehr gutes Piece. Aber ja, gut, das ist jetzt halt blau trotzdem. Und da hast du halt vier orangene Pieces. Wir reden hier von der Top 2 Chandi. Aber ja, Puto ist halt Top 1 hier. Xingqiu auch Gold, Gold, Lila, Gold, Blau. Und das ist halt auch wiederum einfach nur aus dem Grund noch gut, weil erstens ist es ein Circlet, auf dem Circlet ist es schwerer, was zu bekommen, was gescheit ist. Und zweitens hast du halt noch Attack. Yilan, selbst Yilan. Sie ist, was weiß ich, Top 24 gerade mal. Gelb, Orange, Lila, 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 Blau. Natürlich, die Leaderboards sind alle ein bisschen anders. Und hier zum Beispiel alles Lila und ein Blaues. Ist trotzdem hier irgendwo in den Top 5%. Das ist krass. Genau. Deshalb ist dann halt am Ende Freena mit diesem Bild komplett Trash. Also wenn man sich das anschaut, alleine ein Graus zu haben, ist für einen DPS-Charakter komplett Müll. Das kannst du vergessen. Im Normalfall. So blaue sind so, ja, okay, gut, das liegt dann meistens daran, dass sie noch einen Stat haben, der irgendwas ausgleicht. Aber wenn du wirklich gar keinen Crit hast, ist es schon kacke. Ist schon wirklich sehr kacke. Das Offset ist lila. Ein Onset ist orange und dann zwei graue und ein blaues. Ich habe vorhin gesagt, Circlet blau ist in Ordnung. Aber es ist trotzdem nicht gut. Vor allem, weil es auf der unteren Grenze zu blau ist, glaube ich. Einfach nur, weil es noch Energy Recharge ein bisschen hat. Ah, Mann, es tut weh. Es kann nicht sein. Das ist das Beste, was ich bekommen habe nach fast 3 Monaten straight up in der Domain die ganze Zeit grinden. Das ist halt auch wirklich bodenlos. Wir sind ja Mitte 4.2 fast schon und ich habe ja eigentlich, abgesehen von Talent Materials und anderen Sachen, Boss Materials und so ein Scheiß und den Weekly Bossen, die man halt immer macht, habe ich ja nur Artefakte gefarmt und dafür ist es ja schon,
Dafür ist die Ausbeute ja schon wirklich mager. Um es mal so auszudrücken. Das ist schon ein bisschen gottlos. Moment. Ich war an die Oberfläche. Ja. Ja, ich habe mich jetzt wieder ein bisschen beschwert. Darüber, dass ich scheiß Pieces bekomme. Aber ey, es ist true. Es ist halt einfach true trotzdem. Ich kann auch auf jetzt entspannt aufhören. Auf den 30 Minuten. Ich habe sowieso nichts zu tun, jetzt bin ich ganz ehrlich. Ich habe hier nichts mehr zu tun. Ich würde nur noch Zeit verschwenden. Ich könnte ein bisschen Artefakte in der Open World mir holen. Ich könnte ein bisschen dieses, jenes machen. Einfach Gegner killen, aber... Na gut, eine Sache kann ich machen. Hier ins Serenity Pod gehen. Aber ansonsten würde ich halt sagen, höre ich auch auf. Weil ich halt einfach nicht mehr wirklich ein Incentive habe. Auch länger zu streamen macht gerade keinen Sinn mehr für mich, weil ich sowieso schon die längste Streamzeit erreicht habe. Das heißt, auch das Strecken an für sich lohnt sich nicht mehr. Ah, ich muss mal zuschauen, dass ich hier wirklich wieder ein paar Seeds bekomme noch. Weil es wird wirklich mager hier langsam, so. Ja, und dann gehe ich hier zu Tabby. Hehe. This realm. If you ever. Also gut, das war's dann halt, ne? Aber ich habe heute irgendwie auch wieder ein bisschen mehr Zeit verschwendet, als ich hätte müssen. Ich rede nicht nur unbedingt wegen Game, weil jetzt ist ja 4 nach 8. Sondern auch in Real Life deren. Was habe ich die ganze Zeit gemacht? Ja gut, ich habe für Farina gefarmt. Aber eigentlich sollte ich lernen. Mehr Physik für Musik lernen. Ja. Was sagt das? Ja, das sagt eigentlich alles. Fein. Ah ne, warte, ich will noch kurz Sachen leveln, die ich von Farina bekommen, also für Farina eventuell bekommen habe. Sagen wir mal hier, Golden Troop. Das hier ist das einzige, was vielleicht worthy ist, gelevelt zu werden. Oh, mal 2 sogar. Hey. Mal Level 3. Komm, Crit Rate Trust. Energy Reach. Ja gut, das war's. Das war's dann halt auch wieder. Ich behalte die Teile halt am Ende dennoch. Weil das 3 gute Stats sind. Ich weiß nicht mal, weshalb ich es unbedingt behalte, weil es ist wirklich nicht so gut. Und komm. You know what? Ich level's. Und jetzt kriegst du noch irgendwie Energy Recharge oder Attack oder sowas. Okay, nee, nevermind, das ist ein Trash-Stat. Ich level's nicht zu Ende, das wäre ein Waste. Es ist auch jetzt schon Waste. Aber es geht natürlich in Crit, ne? Das ist die wichtige Sache, die man anmerken muss. Es geht in Crit. Warum geht es nicht in einen anderen Stat rein? Es muss Crit sein, ne? Müssen, naja, hier, schau mal. Ja, jetzt kommen halt die Pieces hier rein. Ich mach mal erstmal die normalen. Ja, gut, natürlich. Die Double, oh, die Double Crits, das sind ja auch noch die damals gewesen noch. Die Double Crits. Ah ja, wir kennen's nicht. Okay, das ist Trash. Das ist dumm. Natürlich, wenn es einen Crit Mainstat hat, ja. Ja. Hehe. Sollte es auch. Warum sollte es auch? Bro, wie weit geht's noch? Hier irgendwo. Trust Crit Rate. Defense flat. Min Roll. Der schlechteste Stat, den es im Game gibt. Ach, wer hätte es gedacht? Definitiv nicht. Defense Double Crit. Mm. Ah. Yes. Jeder liebt es. Jeder kennt es. Und damit bin ich auch wieder raus. Es hat sich nicht gereimt. Es sollte sich auch nicht reimen. Aber es klang fast so, wie wenn es sich reimen sollte. Naja.